Psychedelika sind hochgefährlich und machen verrückt, sagen die einen. Psychedelika sind ganz ungefährlich und du kannst einfach ganz viel nehmen, sagen die anderen. Aber was stimmt nun? Ich zeige dir in diesem Video, welche Risiken es wirklich gibt und welche du sicherlich noch nicht kennst, aber kennen solltest. Also erstmal muss natürlich klar sein, dass alles Risiken hat auf dieser Welt. Ne? Also dieser Stift hier, wenn ich mir den zu weit in den Mund schiebe, dann ersticke ich. Hat auch ein Risiko irgendwo. Kommt drauf an, wie man es natürlich verwendet. Und psychedelische Substanzen haben das definitiv auch. Das Ding daran ist jetzt aber, umso mehr wir das glauben, umso mehr wir zum Beispiel davon überzeugt sind, dass Psychedelika verrückt machen, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit auch, dass Psychedelika tatsächlich verrückt machen. Und das liegt aber nicht an den Substanzen selbst, sondern an der menschlichen Psyche. Beispielsweise ist es bei Senioren so, umso mehr sie Angst davor haben, hinzufallen, zu stürzen, umso mehr stürzen sie auch. Das konnte diese Studie hier aus dem Jahr 2010 eindeutig beweisen. Schuld daran ist der Bestätigungsfehler. Wird auch Confirmation Bias genannt. Also bedeutet, dass das, was wir über die Welt annehmen, auch mehr passieren wird. Und daran ist auch schuld der Andorra-Effekt. Das bedeutet, dass wir uns an gesellschaftliche Normen anpassen, auch wenn sie falsch sind. Und so eine gesellschaftliche Norm kann natürlich sein, Psychedelika sind gefährlich. Ich zeige dir jetzt zum Beispiel einen Typen, der es mit Psychedelika da in dieser Hinsicht ganz genau falsch macht. Ich habe irgendwie total Schiss vor dem Zeug, aber ich habe es noch nie genommen, aber alle reden ja irgendwie darüber. Ich nehme jetzt mal einfach ein einziges Gramm LSD, um mitreden zu können. Ja, ich sauf ja sonst locker auch eine Flasche Wodka. Das bisschen ist jetzt garantiert easy. Also hoffentlich kommt halt nicht die Polizei, weil vielleicht haben die ja doch irgendwie mitbekommen, dass ich was Illegales hier zu Hause habe. Ich muss es jetzt schnell nehmen. In 3 Stunden kommt auch meine nervige Mutter wieder vom Gottesdienst. Das ist jetzt mal schnell. Also du hast jetzt an dieser Szene sicherlich gemerkt, dass dieser junge, angehende Psychonaut gar keine Ahnung hat, wie viel er nimmt, was er da macht, warum er es überhaupt macht. Er hat keinen Tripsitter, der oder die auf ihn aufpasst. Er hat Angst, er hat irgendwie eine negative Konditionierung gegenüber LSD und psychoaktiven Substanzen generell. Und es ist auch einfach keine sichere Trip-Situation. Was jetzt passieren wird, ist die Angst, die er in den Trip mit reinbringt, dass die auch geglaubt wird und dadurch größer wird. Dann übernimmt die Angst, die er hat, die tatsächliche Realität, was er glaubt, wie die Realität eben sein sollte. Das heißt, wenn er jetzt glaubt, dass im Trip die Polizei kommt, dann wird das ja intensiviert durch die psychedelische Erfahrung und plötzlich hat er auch gar keine Zweifel mehr daran, dass das nicht passieren könnte. Und dann agiert er auch mit falschen Konsequenzen auf diese Vermutung, die er eben in sich hat. Und dann will er entkommen, weil er jetzt paranoide Gedanken hat, dass die Polizei kommt. Ich muss hier flüchten, ich muss aus dem Fenster springen. Da entsteht also ganz viel Stress und es können auch tiefe Traumata rauskommen. Einfach nur, weil ich diese Erwartungshaltung habe und die meine Realität irgendwie komplett bestimmt. Das nennt man übrigens auch kognitive Verzerrung. Deswegen möchte ich dir jetzt mal zeigen, wie man es richtig macht. Es ist wichtig, dass du keine negative Konditionierung gegenüber Psychedelika hast oder möglichst wenige. Und was du dafür brauchst, ist eine realistische und evidenzbasierte Informationsquelle, wie zum Beispiel hier unseren YouTube-Kanal, indem du ja wirklich offen und informiert erfahren kannst, was Psychedelika sind und was nicht. Bleib auf jeden Fall immer neugierig und neutral. Versuch nicht so ein zu positives oder auch ein zu negatives Bild zu psychedelischen Erfahrungen zu haben. Und die Erfahrung sollte immer in einem schützenden Umfeld passieren, in dem du viel Zeit und Raum für deine Selbsterforschung haben kannst. Und versuch außerdem Fehler zu vermeiden mit dem Set- und Setting-Prinzip. Bereite dein Mindset, deine Geisteshaltung, dich selbst ausreichend vor, damit du wirklich ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit spürst, wenn du in solche Erfahrungen gehst. Und dann haben wir noch das Setting, also die Umgebung. Die sollte nach den gleichen Faktoren ausgewählt werden. Wenn du dich noch ein bisschen genauer informieren willst und mal dich so einlesen willst in Psychedelika, dann kannst du dir übrigens auch unser kostenloses psychedelisches Handbuch runterladen. Das habe ich dir unten mal verlinkt. So, und jetzt gehen wir mal noch eine Ebene tiefer. Ich sag dir, Psychedelika machen wirklich verrückt, aber das ist gar kein Risiko. Das ist gut, dass sie dich verrückt machen. Also keine Sorge, ich will es nicht, dass du für immer verrückt wirst, aber Verrücktheit ist normal bei Psychedelika. Das wird dann Dissoziation genannt. Das bedeutet, Psychedelika führen gewissermaßen einen vorübergehenden Realitätsverlust herbei. Aber keine Angst, der Zustand ist vergleichbar mit zum Beispiel Träumen. Das Problem kann dann entstehen, wenn du dich in dieser Verrücktheit plötzlich irgendwie normal fühlen musst. Also wenn du so das Gefühl hast, ich muss jetzt irgendwie normal sein, ich muss jetzt funktionieren, dann kommt es erst dazu, dass zum Beispiel Panikattacken kommen oder dass wir uns irrational für irgendwas entscheiden, weil wir eben so berauscht sind und nicht mehr klar denken können, weil wir nicht verrückt sein wollen, obwohl wir eben gerade verrückt sind. Hallo? Jascha, mein Junge, bist du das? Oh, du musst mich retten. Ich habe mit
Matthias eingeklemmt. Ich sag dir, ich kann mich nicht bewegen. Du musst mich retten. Fahr mich ins Krankenhaus, mein Sohn. Bitte mach schnell. Ich habe keine Zeit. So, du hast jetzt gesehen, wie du es besser nicht machen solltest. Also, wie geht's denn stattdessen? Erstmal, ich finde es persönlich richtig wichtig, bei psychedelischen Reisen keine Technik zu verwenden, nicht erreichbar zu sein von außen und ja, sich wirklich voll zurückziehen zu können. Mach also dein Handy aus oder schalt's in Flugmodus, sperrst den ganzen Tag weg und mach's erst am nächsten Tag wieder an. Versuch Kommunikation mit außen, also wenn irgendjemand anruft und wenn es halt irgendwie zu solchen Situationen kommt, am besten eher nüchternen Personen zu überlassen als dir. Das heißt, das geht natürlich nur, wenn du eine professionelle Begleitung oder einen Tripsitter hast, der mit dir durch diese Erfahrung durchgeht. Du musst es so sehen, in diesem berauschten Zustand ist dein Geist wirklich so auf dem Niveau eines Babys und ein Baby kann ja auch nicht ans Telefon gehen. Deswegen versuch dich auch wie so ein Baby zu verhalten. Für den Notfall kann man auch noch so einen verlässlichen Tripstopper da haben. Da gibt es zum Beispiel Valium oder solche Substanzen, die einen Trip, wenn es dann wirklich sein muss, auch runterfahren können. Ich würde das aber jetzt nicht unbedingt empfehlen, das zu machen, nur im äußersten Notfall. Und jetzt schauen wir uns mal das dritte Risiko an, das ich so krass finde, dass das funktioniert, dass das ausgelöst werden kann bei Menschen und dass die das dann sogar noch öffentlich zeigen. Das zeige ich dir gleich, das ist so heftig. Also, dieses Risiko ist Egomanie. Das ist eine Form der Selbstüberschätzung. Manchmal wird auch Spiritual Ego gesagt, das spirituelle Ego. Und bei einer Egomanie ist es so, dass Menschen, nachdem sie Psychedelika genommen haben, wie in so eine Art der selbstfokussierten, egozentrischen Psychose in irgendwie sowas Komisches reinrutschen, als ob eine Sicherung oben durchbrennt. Da gab es zum Beispiel den YouTuber Connor Murphy, vielleicht hast du das mitbekommen, der hat früher so Fitnessvideos gemacht und hat dann sein Shirt immer ausgezogen und sich dann so Frauen präsentiert und der hat dann laut eigener Aussage ein paar Mal Ayahuasca genommen und auf einmal hat er auf YouTube nur noch so ganz komische Videos hochgeladen, bei denen er erzählte, dass er jetzt Gott ist und alle sollen sich quasi seiner verrückten Denkweise irgendwie anschließen, denn seine ist die wahre und wir müssen es eben nur erkennen. Bei einer psychedelischen Erfahrung ist es ja so, dass unser Verstand, unser Ego in gewisser Weise aufgelöst werden kann. Aber dieses Ego, unser Verstand, ist ja dafür da, um das Überleben unseres Körpers und unseres Geistes sicherzustellen. Das heißt, es kann passieren, dass unser Verstand das dann sozusagen als Angriff sieht und der Verstand sich verteidigen muss. Da liegen dann auch meistens irgendwelche tieferen Traumata darunter, die man nicht anschauen kann und möchte, weil es zu schmerzhaft ist. Und das dann wie so eine Abwehrreaktion, wie so ein Abwehrmechanismus, so ein Schutzmodus, in den die Psyche dann reingeht, um sich vor diesen, von diesem inneren und äußeren Angriff zu schützen. Ja, und das ist dann halt eine Form der Psychose und man blickt es dann nicht. Also alle verstehen, alle merken, dass man sich ganz komisch verändert hat, aber man selbst glaubt, alle anderen haben sich verändert. Und gerade bei Menschen, die sowieso schon Probleme mit ihrem Ego haben, mit Egozentrik haben, mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, da kann das schon schneller passieren. Nehmen wir mal den Typen vom Anfang dieses Videos. Er nimmt 1000 Mikrogramm LSD und hat enormes Glück, denn obwohl er sich überhaupt nicht vorbereitet hat, ist der Trip absolut fantastisch. Er ist eins mit dem Weltall, mit den Tieren, der Natur und der Menschheit. Er erfährt unendliche Liebe und Wärme. Alle Rätsel des Lebens haben sich für ihn offenbart. Er hat das Paradies erlebt. Alles ist perfekt. Er ist von der Erfahrung so überwältigt worden, dass er danach das Interesse an seinem normalen Leben verloren hat. Stattdessen hält er sich für Jesus persönlich, der auf die Erde gekommen ist, um den Weltfrieden zu erreichen. Er hört auf, zur Arbeit zu gehen, weil er glaubt, erleuchtet zu sein und das alles ja gar nicht mehr bräuchte. Auch hört er nicht auf Freunde und Familie, zieht in den Wald, um sich von Gras und Sonnenlicht zu ernähren. Das mag jetzt ein extremes Beispiel sein, aber das passiert wirklich regelmäßig. So regelmäßig, dass es dafür sogar einen Fachbegriff gibt, den Messias-Komplex. Wie kannst du dieses Risiko umgehen? Also erstmal verstehe, dass Psychedelika extrem mächtige Substanzen sind und die immer viel stärker wirken, als du glaubst. Also auch erfahrene Psychonauten, die schon hunderte Erfahrungen gemacht haben, können in diese Egomanie reinrutschen und Psychosen bekommen. Jeder Trip muss mit Respekt behandelt werden und Psychedelika sollten auch nicht irgendwie täglich oder wöchentlich genommen werden. Und auch bei geringeren Dosierungen können so kleinere Formen der Neurose so eine Folge sein, die dich dann auch nach dem Trip noch belästigen. Deswegen merkt ihr, Psychedelika sind ja schon relativ neu in der Menschheit, also zumindest mit der Betrachtungsweise, wie wir sie heute haben, und die sind noch relativ unbekannt. Und auf der anderen Seite merkt ihr, das menschliche Bewusstsein, du, deine Psyche, ist auch noch weitgehend unbekannt. Diese Substanzen
halten wirklich außergewöhnliche Erfahrungsräume für dich bereit. Und deswegen solltest du auch bereit dafür sein, dich vorbereiten, zum Beispiel Erfahrungsberichte lesen, dass du siehst, was für verschiedene Nuancen, in welche Richtung kann so ein Trip denn überhaupt gehen, dass dir bewusst ist, was möglich ist und es du dann bei dir auch viel besser erkennen kannst. Wenn du das Gefühl hast, bei dir ist doch eine Egomanie eingetreten, dann auf jeden Fall geh in Therapie und hol dir eine professionelle Fachbetreuung. Das ist wirklich super wichtig, weil, wie gesagt, bei einer Psychose denkt man halt immer, dass alle andere Probleme haben, aber man selbst halt nicht. Also wenn es bei dir so ist, ja, guck da vielleicht mal nach. Und egal wie du es drehst und wendest, wir sind permanent von tödlichen und gefährlichen Dingen umgeben. Aber wir schreien ja trotzdem nicht ständig in Panik, weil alles so schlimm ist. Es ist immer eine Frage der Balance. Man kann von allem zu viel oder zu wenig haben. Zu wenig Wasser bedeutet Verdursten und Tod. Zu viel Alkohol bedeutet Vergiftung und Tod. Zu viel Arbeit führt zu Überbelastung. Also, dass man halt auch stirbt, weil man zu viel arbeitet. Kann schon passieren. Geraten wir deswegen jetzt die ganze Zeit in Panik und rennen rum? Nee, mit den richtigen Informationen und der richtigen Vorbereitung sind alle Risiken bei allen Dingen auf dieser Welt kontrollierbar zu einem gewissen Grad. Und bei Psychedelika, ja, ist so ein gewisses Berufsrisiko, das diese Substanzen mitbringen. Und damit dieses Risiko minimiert wird, bereite deine Erfahrung wirklich richtig vor. Nimm das nicht so auf die leichte Schulter. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann klickst du jetzt auf dieses Video. Da zeige ich dir ganz genau, wie du psychedelische Reisen genau vorbereitest, damit dir diese Risiken möglichst erspart werden. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video von Set und Setting. Dein Jascha ist jetzt raus. Ciao.